Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, Megapass. Ich hätte fast den Megapass verpasst. Also, ich bin jetzt schon einen Tag zu spät. Ihr seht es, 28 Tage, 23 Stunden. Das hat es auch noch nicht gegeben. Aber ich habe mich gestern so scheiße gefühlt. Entschuldigt bitte den Begriff, so schlecht gefühlt, dass ich irgendwie nur noch schlafen wollte, und das tat mir dann auch, glaube ich, mal ziemlich gut. Aber wir wollen uns natürlich den Pass holen. Aber warum Megapass? Ich finde, dieses Mal ist der Pass richtig gut gelungen. Warum wusste ich das eigentlich vorher schon? Muss ich mal überlegen. Warum wusste ich das vorher schon, dass die Rewards hier diesmal sehr gut sind? Weiß ich nicht. Aber es gibt jede Menge Bücher. Es gibt jede Menge Bücher, also Heldenbuch, Kampfbuch, dann ein Hammer, also Book of Building, Book of Spells. Es gibt alle Runen, was sehr cool ist. Gibt es wirklich alle Runen, oder habe ich eine Rune, ist glaube ich vergessen, ne? Ah, es gibt die Builderbase Elixier-Rune nicht, was man jetzt mit 7 da unten wieder diese 7 Mauerringe. Ich glaube, ihr wisst, dass eine Mauer hier auf Max Level hat, doch die kosten tatsächlich nur 7. Okay. Das passt dann ja. Ich habe gedacht, die kosten 8. Wie komme ich denn eigentlich drauf, dass die 8 kosten? Die kosten 6. Wie kam ich eigentlich drauf, dass die 8 kosten? Okay, dann brauche ich mich ja gar nicht aufregen. Alles klar. Perfekt. Und jetzt gucken wir mal. Super Lakaien. Welche Truppe soll ich machen? Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder eine gute Frage. Aber wir wollen erstmal den Pass kaufen. Get Gold Pass. Und dann schlagen wir mal zu. Ohne Creator Code, ohne alles. 4,99. Ab dafür. Mit dem goldenen Finger bezahlt, und dann haben wir den Pass schon mal frei, und dein Kauf ist startklar, perfekt. Und dann können wir eigentlich jetzt auch schon reinhauen. Ich fange hier im Pass immer eigentlich im Nachtdorf an und gucke aber auch immer, was gibt es hier bei dem örtlichen Händler. Ich selber habe hier super Truppen am Start, und zwar die Super Magier noch einen Tag, 6 Stunden, und auch die Super Lakaien habe ich mit dem Avatar im Moment dabei, denn wir haben ja schon eine Liga und kämpfen hier unten. Ah doch, wir haben eine 3-13er, okay. Ja, mal sehen, wie die Liga wird. Und ich denke, Liga halten ist wieder das Thema. Und ich werde nachher mal reinschreiben, was ich denn eigentlich so habe. Also an Supertruppen, und oder halt, man schreibt es in Discord rein. Bei Spätzle mit Soße haben wir es mal probiert, dass wir dort anhand der kleinen Clicky-Emojis ich sehe gerade, ich glaube, ich mache mal dieses Bildchen hier anders. Ich glaube, die packen wir mal dahin. Oh. So, das war jetzt gerade ein Lifehack. Anhand der kleinen Clicky-Emojis konnte man dann anhaken, welche Supertruppe man im Moment hat, und dann konnten sich die anderen so ein bisschen orientieren, und man muss sich ständig nachfragen, sondern man kann dann direkt jemanden ansprechen und kann sagen, pass mal auf, du hast doch die Truppe bla bla bla, und dann kann das hier, können die Clanbogen ganz nett befüllt werden, so würde ich es mal sagen. So, was machen wir da? Da und da. Und die anderen setzen wir nochmal hier ein bisschen mittig mit rein. Oh, meine Kampfmaschine hat schon wieder erwischt. Okay. Ist auch Nachtdorf. Einstellen im Nachtdorf für den Pass. Und aber wie gesagt, ich finde den Pass diesmal wirklich gut. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Pass findet. Also ich finde ihn gerade mit den 4 Büchern ist der schon eine ganze Menge wert für 4,99. Leute, gönnt euch. Ich will euch nicht anregen. Oder ich will euch zum Kauf anregen. Ja, ich will euch doch zum Kauf anregen. Aber letztendlich ist das eben seine Entscheidung, wie er sich entscheidet, mit Pass, ohne Pass. Oh, den letzten Lucky, da erwischt es den noch. Ah, noch nicht. Komm, mach mal schneller. Jawohl, geschafft. Auch nicht schlecht. Und deswegen, man kann ja auch niemanden zur Impfung zwingen oder was auch immer. Aber auch da kann ich euch nur sagen, lasst euch impfen, falls ihr noch nicht geimpft seid. Und seid noch im Zweifel. Also ich kann euch sagen, ich glaube, das Ganze hat Hand und Fuß, würde ich jetzt so sehen. Und auch für junge Leute, denn im Moment liest man ja sehr viel über die jungen Leute, die dort irgendwo im Krankenhaus aufgenommen werden
Und ich meine, sie müssen nicht jetzt unbedingt intensiv technisch dort betreut werden. Aber ich denke mal, so ein bisschen. Oh. Ah, ja, ich sehe es gerade. Ich habe ja ganz schön viel Dunkles, ne? Ich sehe es gerade, aber ich kann auch gar nichts ausgeben. Warte mal. Jetzt muss ich mal gerade checken, Leute. Ich kann aber auch gar nichts ausgeben. Ich habe, glaube ich, kein Heldenbuch mehr, ne? Ich habe das letzte Heldenbuch verballert, aber ich habe eine Uni. Ich habe eine Uni-Rune. Okay. Dann können wir Pony durchmachen. Perfekt. Also, oh, 280.000. Okay. War ich jetzt so verpeilt? Okay, 280.000. Schade, ich dachte, ich könnte Pony fertig machen. Oder Pelomino oder wie es auch immer heißt. 230 reicht leider noch nicht. Dann müssen wir halt ein bisschen was Dunkles suchen für uns. Und damit ich dann, oh, 7K, das sieht gut aus. Bora, Bora, da. Damit wir dann wenigstens schon mal den ersten Begleiter auf Max-Level haben. Das hat jetzt echt auch ganz schön lange bei mir gedauert. Macht aber an der Stelle erstmal nichts. Ich glaube, wir gehen hier oben rein. Wie gehe ich denn eigentlich mit dieser Truppe immer vor? Ah, ich weiß wie. Ich weiß, wie ich mit dieser Truppe vorgehe, glaube ich. Das ist so. Dann machen wir das einmal hier. 1, 2, 3. Zack, da haben wir auch ein Böhmchen gefunden. Sehr, sehr schön. Ein paar Heiler da hinterher. Wir haben eine Karre. Sehr schick. Und eine ganze Menge Bola. Die Helden. Ja, die Heldenlevel muss ich jetzt ja nicht mehr leveln. Denn die sind alle auf Max Level. Oh, ich habe Ballons vergessen. Shit. Nein, da habe ich die Ballons gerade vergessen. Und dann können wir von hier, glaube ich, den Royal Champion mal durchschicken. So, hier geht es noch ganz gut ab. Aber da wird auch ganz gut was weggemacht. Wir brauchen ja nur... Ja, was heißt nur? Wir brauchen nur das Dunkle, ist klar. Wir brauchen nur das Dunkle. Und jetzt müssen wir natürlich schnell sein hier mit unserem Frost. Den nehmen wir nochmal. Hier im Frost, den bösen, bösen, bösen. Und vielleicht nochmal. Dreimal jetzt gefrostet den Kollegen dort. 1, 2. Oh, meine Queen. Nee. Mein Royal Champion schafft aber den... Ah, könnte er noch schaffen. Warte mal. Ah, nee, das ist ja gar nicht der Held gewesen. Aber wir haben es ganz gut gemacht. Haben wir ganz gut gemacht, glaube ich. Hier oben fehlt uns noch ein bisschen. Ah, da oben ist noch eine Bauarbeiterhütte. Die packen wir natürlich nicht. Mal sehen, ob wir hier hinten noch das bisschen Elex bekommen. Oh, da gehen die Heiler nochmal auf die Bogenschützen. Das ist auch wirklich edel und nohl, dass die nochmal so richtig in Heilung sind. Ich meine, ich glaube, ein Schuss von irgendwas. Und das hat sich mit der Heilung dann erledigt. Außer man hat jetzt einen Lavahund über den Bogenschützinnen. Ich glaube, der Lavahund macht nach wie vor nicht so viel Schaden, dass er eine Bogenschützin schafft. Und wenn man da einen Heiler raufschickt, dann kann man den Lavahund ganz nett beschäftigen. Das hat man ja früher ganz gerne gemacht. Hund gelockt, Bogenschütz raus, Heiler dahinter. Und dann geht das hier ganz gut los. Aber bei mir, boah, es passt 2,37. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Kriegen wir das Gold auch noch? Oh, wir kriegen das Gold auch noch, Leute. Perfekt. Ich muss das jetzt laufen lassen. Aber das zweite Gold, glaube ich, kriegen wir gleich nicht mehr. Da ist dann der Inferno. Und hier unten die Kanone dann auch am Start. Ich habe ja, habt da gesehen, glaube ich, 5 Bauarbeiter jetzt am Laufen. Habe ich gerade noch so mit Passende geschafft, dass ich wirklich nochmal alles ausgegeben habe, was so geht, damit es noch billig war. Denn im Moment ist ja alles teuer. Das heißt, wenn man jetzt die Bauarbeiter losschickt, dann ist ja erstmal alles teuer. Und das ist natürlich ein bisschen dusselig. Und dann haben wir hier jetzt aber schon die ersten beiden Sachen mit drin. 40, was gibt es? Oh. Ein Game Donation nicht vergessen, Leute. Ihr wisst, ich vergesse die auch mal gerne und spende schon gleich zu Anfang, wenn es den Pass gibt. Aber ich habe jetzt sowieso einen Tag verpasst. Was haben wir denn hier für Challenges? Okay, Kriegssterne, ein paar Magier. Wie viel müssen wir da mal nehmen? Use Wizards steht da nur. Man muss nur Wizards usen, also einer reicht. Hier unten haben wir Truppenspenden. Okay, 500 Stück, 10 von den Hüttern, ein paar. Gold Storage ist eigentlich relativ schnell machbar, ne? Deploy Housing Space, das heißt also 345 Truppen habe ich jetzt eben schon auf die Reise geschickt. Das geht eigentlich relativ schnell.
dass man die ersten Punkte hat. Das sind insgesamt 800 Punkte, die man hier bekommen kann. 800 Punkte, sagen wir mal, wir machen das heute an einem Tag. Schaffen wir natürlich nicht ganz. Wir müssen ein bisschen was abziehen, weil die Kriegssterne schaffen wir nicht. Also 600 Punkte. 600 Punkte und mit 600 Punkten kommt man hier im Pass schon ganz schön weit. Bis auf 580, bis zu den besagten 7 Mauerringen, okay? Naja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Leute, wir boosten noch. Und wir machen noch einen Angriff. Ich use das mal. Meine Tränke, ich habe doch noch so ein bisschen was weggenutzt. Wollte jetzt eigentlich auch noch das ganze Elixier nutzen. Allerdings erst, wenn es wieder ein bisschen was billiger gibt. Und ich habe ja doch ein Heldenbuch. Oder habe ich das jetzt nicht gesehen? Ach nee, da. Shit. Ich habe die Tage eins verpasst zu kaufen hier beim Händler, Leute. Das war natürlich auch ein bisschen dusselig, dass ich das verpasst habe und verpennt habe. Aber naja. Aber wie gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vom monatlichen Pass haltet, also der September-Pass. Ich finde ihn wirklich, wirklich mal ganz gut. Ach, es gibt doch, sehe ich gerade, Elixier, aber keine... Achso, es gibt nur Bilder-Elixier, aber keine Bilder-Elixier-Rune. Die fehlt diesmal hier unten, aber finde ich gar nicht so schlimm. Es gibt von allen Tränken etwas und ich glaube, dieser Pass ist sehr, sehr ausgeglichen, so will ich es mal sagen. Claimed habe ich natürlich bisher nur die... Ein Game Donation und dann machen wir einen kurzen Cut, machen wir einen zweiten Angriff hier mit unserer Hybrid. Ah ne, oh, habe ich gar nicht Hybrid. Ach, was habe ich denn hier am Start? Okay. Oh, habe ich mich da im Account vertan? Eigentlich greife ich hiermit gar nicht an. Okay, habe ich mich da jetzt so im Account vertan? Nee, ne? Naja, okay. Wir nehmen das mal so hin. Wir nehmen das mal so hin und fordern mal an, aber nicht das hier, sondern wir nehmen mal zwei Drachen und einen Ballon. Und die brauchen wir auch nicht max, weil wir nur farmen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oha, der ist heftig. Okay, ich habe jetzt ein bisschen gesucht, aber ich habe die Zeit genutzt und habe auch schon mal beim Avatar den Pass nachgelegt. Aber den nehmen wir mal mit. Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade meine Paradearmee hier. Und ich bin auch nicht so wirklich gut. Aber mal sehen, was wir hier reißen können. Wir gucken mal, dass wir hier irgendwo reingehen können. 1, 2, 3... Queen dahinter und vielleicht noch so ein Ding hier. 1, 2, 3. So, wir nehmen die mal in die Pflicht dort. Das könnte noch passen, ja. Das passt sogar noch ganz gut, okay. Aber hier waren auch heftig viele Helden, da hätte ich auch schon mal giften können, okay. Ah, sehr ärgerlich. Wir nehmen hier den Royal Champion noch mit rein. Und mal sehen, wie weit die Queen dort nur mit dem Pelomino kommt, also nur mit dem Pferd. Ich denke mal, springen wir die da eh nicht. Und auch der Royal Champion wird da jetzt nicht springen, denke ich mal. Aber der Adler ist schon mal angehittet und die bekommt den Adler in jedem Fall weg. Das ist nicht schlimm. Wollte ich gerade sagen. Das ist nicht schlecht. Natürlich ist das nicht schlecht. Das ist sogar sehr, sehr gut. So, den stellen wir mal eben nach oben und nehmen hier jetzt mal beide Lava-Hunde rein. Ein paar noch von dort und das Vehikel hier mit reingespammt. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die hier so ein bisschen reingezogen bekommen in die Mitte. Das sieht noch ganz gut aus. Oh, da sind viele, viele Knabberskelette hier. Eieieiei, da sind viele, viele Knabberskelette. Okay. Aber ich habe Drachen dabei, alles klar. Geht hier noch ein bisschen was? Ah, die Skelette. Naja, okay. Okay, dann nehmen wir hier unsere Lakis mal hinter. Hier auch. Und vielleicht noch ein Wizard damit bei. Oh, hier haben wir sieben Stück von denen. Okay. Der Warden kriegt das noch. Ah, ne, der Warden kriegt es nicht mehr. Schade. Na, egal. Oh, wir haben den dicken Pot aber nicht gekriegt, oder? Das wird eng. Das wird ganz, ganz eng. Das dicke schwarze Ding da. Mal sehen, ob die das packen. Eine Minute. Das müssen die eigentlich schaffen. Ah, der hatte jetzt echt so viel Ressourcen. Ich meine, so schlecht war der Angriff jetzt nicht. Mit den Zaubern noch ein bisschen verpeilt. Oder geht sicherlich noch ein bisschen mehr. Ich werde ihn mal auch mal mit dem 14er hier, glaube ich, mal ein bisschen nachmachen. Und da oben tickert es richtig schön hoch, rechts oben. Also ein bisschen geht da noch was und da müsste eigentlich, da ist auch noch der Magier, okay. Das dunkle Lager müsste eigentlich noch unser sein. Jo, wird es auch sein, perfekt. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen was drin, denn da unten ist auch noch ein Pickepacke voller Bohrer. Da sind dann die restlichen 906 drin, okay. Aber, oh, da geht auch noch ein Elix da ran. Dann ist es am Ende doch nicht mehr so schlimm gewesen. Dann ging es ja doch noch, jetzt schlägt allerdings gleich die Luft abwärts zu.
und auch der X-Bogen. Mal sehen, wie viel die Lakis reißen können. Die habe ich noch nicht auf Max-Level. Meine ich, ne, die sind noch nicht auf Max-Level bei mir. Die muss ich noch einen hochknüppeln, aber boah, das ist ganz gut. Das sieht ganz gut aus. Und die können wir ruhig nochmal nachnehmen, würde ich sagen. Und Quicktrain, was haben wir hier an Maschinen? Da brauche ich jetzt die hier, dann nehmen wir die nochmal mit rein. Ja, die gar nicht so schlecht, noch 82, 40.000 noch. Und okay, ich habe Super Luckys und Super Magi, habe ich eben geschrieben, moin, auf Suche war schon. Normalerweise starten wir doch immer erst am zweiten Tag. Ist Lolli da jetzt etwa nicht mit drin? Lass mal gerade gucken. Clan, Lolli, 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 Lolli. Oh, Lolli ist tatsächlich nicht mit dabei. Ah, ja, ja. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Da muss ich Lolli leider doch einen anderen Platz suchen. Uiuiui. Beziehungsweise einen anderen Clan suchen. Schade auch. Ärgerlich, Lolli ist ein guter Angreifer. Aber die da unten, die drei sind auch nicht schlecht. Und wäre aber auch ein 13er gewesen. Aber nicht so schlimm. Und dann nehmt den Lollipop auf hier, weil wenn er bei euch anfragt, also falls er keine Liga hat, dann könnt ihr dort den Lollipop einfach mal anschreiben. Vielleicht hat er ja Bock, mit euch oder bei euch ein wenig Liga zu spielen. Ich blende euch den Tag auch mal ein. Profile, da seht ihr den Tag. GC8VY. Das ist sein Tag, also wenn er keine Liga hat, dann schenkt ihn noch ein wenig Liebe und ladet ihn einfach ein. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also, es ging um den Pass. Ich habe noch nicht gespendet, okay? Wieso habe ich noch nicht gespendet? Naja, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und es ging um den Pass. Also, ich finde den Pass diesmal wirklich, wirklich mega. September-Pass. Und also ganz davon abgesehen, finde ich natürlich auch den Skin hier hinten sehr, sehr gut. Hatte ich aber auch schon in der vorherigen Folge gesagt, dass mir der eigentlich ganz gut gefällt. Mit dem Dreizack da oder mit dem Dreizack auf beiden Seiten. Und dann lasst euch überraschen, was von mir noch so kommt. Und ich würde sagen, bis dahin, Leute. Danke fürs Zuschauen. Habt noch eine schöne Woche. Euer Toto. Clasht.